Herzlich willkommen zu unserem First Look des AMG E53 4MATIC Plus Hybriden. Eins kann ich vorwegnehmen, er hat 612 PS, aber mit einer ganz neuen Technologie. Wir haben vorne einen Sechszylinder und eine Elektromotorleistung, die dann kombiniert auf die 612 PS kommt. Eine Hybridtechnologie, die 100 km elektrische Reichweite hat und damit 0,5% versteuerungsberechtigt ist. Das Design an der Front ist bestimmt durch unseren schönen AMG-spezifischen Grill im A-Wing-Design. Und wir haben richtig tolle breite Lufteinlässe an der Seite. Dazu auch noch die verbreiterten Kotflügel, was den Wagen richtig satt aussehen lässt. Und was wir natürlich neuerdings immer haben und ich ganz, ganz toll finde, das AMG-Logo auf der Motorhaube. Schauen wir uns die T2-Hybrid-Technologie einmal näher an. Auffällig ist natürlich, wir haben hier schön den Sechszylinder-Reihenmotor mit 449 PS und beim Hybriden die 163 PS durch den Elektromotor. Kombiniert kommen wir also da auf die 612 PS. Mit dem AMG Dynamic Plus Paket kommt da auf 100 in 3,8 Sekunden. Ergänzend zum AMG Dynamic Plus Paket erhaltet ihr einmal die roten Bremssättel, ein dynamisches Motorlager, wodurch der Wagen sich performanter fahren lässt. Wenn wir uns die Seite anschauen, fällt auf, dass wir ein tolles AMG Night Paket haben, schwarze Schmiedefelgen und beim Heck, was ich bei der E-Klasse sehr, sehr, sehr gelungen finde, die beiden Sterne in den Rückleuchten und Doppelauspuffblende, ein Diffusor und die schöne Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel. Im Innenbereich der neuen E-Klasse fällt auf, dass wir durch den MBUX Superscreen das neueste Infotainment haben, zusätzlich aber auch bei der E-Klasse die neuesten und besten Fahrassistenzsysteme. Wir haben ein AMG Performance Lenkrad mit den Drehdrückstellern für eure Dynamic Select Hebel und auch die Rekuperationsstufen und ich finde sehr gelungen die neuen AMG Performance Sitze. Die Besonderheit beim Hybriden ist, wenn ich den Wagen starte, dass ihr tatsächlich gar nichts hört. Das heißt, großer Vorteil, ihr könnt geräuschlos vom Kunden wegfahren, ohne auch irgendwie unangemessene Aufmerksamkeit zu erzeugen. Oder ihr geht in den Verbrenner und habt den wohlbekannten AMG-Sound. Und ich finde, das sind Punkte, die absolut für den AMG E53 sprechen, weil wir haben Technologien, die begeistern, elektrische Fahrweise, Hybridfahrweise mit kombinierter Leistung oder einfach den Verbrenner, wo man Sound, Motorengeräusche und alles genießen kann, wofür AMG steht. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir haben hier ein wunderschönes Auto, E-Klasse ja auch immer genannt, der Wolf im Schafpelz. Der Look steht ihm richtig gut. Wir haben eine Technologie, die für den Alltag ist, für die Sportlichkeit und auch für das dezente Fahren. Ich bin gespannt, was ihr zu dem neuen AMG E53 sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare, folgt unseren sozialen Medien, mir gerne auf Instagram und ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Sophie.